Klimakleber it out, man. Let's go. Das, was in unserem Land passiert, zeigt, wie weit es gekommen ist, in einem politisch verkommenen, moralisch verrotteten, linksgrün korrupten System. Der Bre macht Real Talk, Digga, lass raus, komm, Michael, gib ihm. Und dann noch euren Klebstoff, der plastikverpackt ist, in den Gullideckel reinschmeißt, so. Hat man ja Aufnahmen gesehen. Come on, Digga, ihr glaubt doch selber nicht an den Scheiß. Wenn sich irgendein Geisteskranker auf die Straße legt, dann könnte er theoretisch überfahren werden, verletzt werden und so weiter. Insofern hilft man ihm sogar, indem man ihn aus der Gefahrenzone herauszieht. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Klimakleber it in, man. Okay, komm, gehen wir rein in den Laden. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, euch geht's gut zu Hause. Überwiegend Germany, denke ich. Liebe geht raus von mir. Und vom Chat hoffe ich gleich auch. Herzen in den Chat, meine lieben Freunde. Zeigt mal, dass ihr da seid. Zeigt der YouTube-Community, was los ist. Und ja, wir werden auf ein Video reagieren, welches heißt, darf man Klimakleber von der Straße zerren? Fragezeichen. Ist ein Video aus dem Discord. Gerne auch den Link unten in der Beschreibung nutzen und auf dem Discord mal ein paar Videos reinschicken. Da wäre ich euch auf jeden Fall verbunden und dankbar. Und jetzt gehen wir rein ins Video, Freunde, oder? Lassen wir uns natürlich nicht lumpen hier. Klimakleber it out, man. Let's go. I like that. MM News TV, noch nie gehört. Aber wir gehen mal rein, lass uns mal überraschen. Ich übernehme natürlich wie immer kein Gewehr. Ne? Wir gucken, was auf uns zukommt. Ich habe auf das Video noch nicht reagiert, noch nicht reingezogen, aber trotzdem rein da jetzt, komm. Wo Unrecht zu Recht wird, wird Michael im Ross Widerstand zu Pflicht. Das sagte einst Bertolt Brecht. Und dieser Spruch scheint aktueller denn je. Denn in der kommenden Woche wollen die sogenannten Klimakleber nicht... Das ist auch so ein kleiner Zugblecher, ne? Man sagt automatisch, der hat auch jetzt gerade Klimakleber gesehen. So ein kleiner Zungenbrecher, ne? Klimakleber. Die Klimakleber. So. Was haltet ihr denn von den Klimaklebern, meine Jutzen? Die Bundeshauptstadt Berlin lahmlegen, sondern auch bundesweit Autobahnen blockieren und so weiter und so fort. Und in der Zwischenzeit hat sich auch schon der Polizeipräsident Berlins zu Wort gemeldet und er warnt vor Selbstjustiz. Er warnt. Ich habe da teilweise echt so Ausschreitungen gesehen, auch auf TikTok etc., wie da Leute ja einfach wild gegangen sind, weil die diese Jungs innen von der Straße ziehen wollten, weil die halt eventuell zur Arbeit wollten oder so, weißt du. Ich habe teilweise von Stories gehört, wo Krankenwagen nicht durchgekommen sind, wegen diesen Klimaklebern und Leute teilweise verstorben sind auch deswegen. Das muss man sich halt bewusst machen, was das alles für Auswirkungen noch hat. Und ich glaube, die meisten, die sich da auf die Straße kleben, wissen gar nicht, für was die sich auf die Straße kleben, sondern suchen einfach irgendeine Art von Identität, irgendeine Art Zusammenhörigkeitsgefühl. Ich tue was Gutes für die Welt. Tu was Gutes für die Welt, wenn du dich mal hinsetzt, einfach mal meditierst und versuchst, bewusst zu sein und aufzuhören, einfach eins zu eins die Dinge zu kopieren, die gerade alle trendmäßig machen, so, weißt du? Vor Selbstjustiz. Da stellt sich die Frage, was hat denn das eigentlich mit Selbstjustiz zu tun, wenn man versucht, etwas, was Unrecht ist, zu verhindern? Denn das, was die, man kann schon fast sagen, geistig kranken Typen da machen, ist ja schließlich nichts anderes als Unrecht. Und sich gegen Unrecht zu wehren, dürfte eigentlich in diesem Land eine Selbstverständlichkeit sein, ist es aber nicht mehr. Das, was in unserem Land passiert, zeigt, wie weit es gekommen ist, in einem politisch verkommenen, moralisch verrotteten, linksgrün korrupten System. Der Bre macht Real Talk, Digga, lass raus, komm, Michael. Gib ihm. Irgendwelche kleinkarierten, geisteskranken Rüppchen, die Mehrheit terrorisieren und an der Nase herumführen können. Wo Hunderte, ja gar Tausende Menschen im Stau stehen, weil irgendwelche Leute sich auf die Straße geklebt haben. Digga, dass das so ein großes Ding geworden ist eigentlich. Aber die Frage ist, ne? Ist voll crazy. Finde ich voll crazy. Ich habe gedacht, okay, wo ich das einmal gesehen habe, okay, das ist vielleicht so ein Ding, jetzt geht eine Woche und dann ist das Ding auch wieder durch, so, weißt du? Nee. Die Jungs innen ziehen durch. Was tun? Was kann man machen? Was ist erlaubt? Und da wollen wir mal schauen, was... Ey, die sollen sich alle in den Flieger reinsetzen, hier nach Mexiko kommen und mit mir zusammen hier Plastik aus dem Dschungel aufsammeln. Da habt ihr mehr getan für eure Umwelt und für Mutter Natur, als wenn ihr euch irgendwo auf die Straßen klebt
und dann noch euren Klebstoff, der plastikverpackt ist, in den Gullideckel reinschmeißt. So. Hat man ja Aufnahmen gesehen. Come on, Digga, ihr glaubt doch selber nicht an den Scheiß. Professor Dr. Höker, seines Zeichens Rechtsanwalt, letztes Jahr dazu gesagt hat, eigentlich ganz logisch, aber hören wir doch mal rein. Worauf man sich im Klaren sein muss, und das ist auch mittlerweile nahezu unstrittig, ist, dass das, was diese Blockierer da machen, eine strafbare Nötigung ist. Und gegen die kann man sich wehren per Notwehr oder, wenn man ein Passant ist, per Nothilfe. Also jeder darf in so einer Situation eingreifen, die blockierten Autofahrer, weil sie Notwehr üben, und Dritte, die drumherum stehen, aufgrund von Nothilfe. Sie dürfen also den Dritten helfen, die blockiert werden. Es gibt. So, da haben wir es gehört. Also, es handelt sich ja um Nötigung, und gegen Nötigung kann man selbst vorgehen, indem man sich. Aber ich glaube, das eingeblendete Video war gerade extrem laut. Ich entschuldige mich dafür. Der Notwehr bemächtigt. Das heißt also, diese Leute von der Straße zieht. Das dürfte ja wohl irgendwie ziemlich logisch sein, dass man das tun kann, aber nicht so in Deutschland. Die Qualitätspresse. Der Bruder im Hintergrund macht Moves. Ist sofort über Höker hergefahren. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ja, Korrektiv hat sich eingeschaltet und gesagt, das wisse man ja gar nicht, ob das Nötigung ist. Ja, Mensch, haben die alle den Verstand verloren? Was ist es denn sonst, wenn sich irgendjemand da auf die Straße klebt? Al-Banki sagt gerade, nein, Mann, die sollen direkt die Politik angreifen, um ihre Ziele durchzusetzen. Bro, das Ding ist, ich glaube, das verstehen die nicht mal selber, aber die fördern ja gerade diese politische Agenda, die gerade am Start ist. So. Ne? Die fördern das ja alles damit. Ich glaube, die denken, die kämpfen gegen Politik oder dass sie da, aber das geht ja Hand in Hand miteinander, diese ganzen Leute. Auf die Straße legt. Und es ist nicht nur eine Selbstverständlichkeit, dass man sie dann dort runterzieht oder wegzerrt. Es ist ja sogar ein Gebot der ersten Hilfe. Wenn sich irgendein Geisteskranker auf die Straße legt, dann könnte er theoretisch überfahren werden, verletzt werden und so weiter. Insofern hilft man ihm sogar, indem man ihn aus der Gefahrenzone herauszieht. So, ihr helft den Jungs innen, wenn ihr die von der Straße runterzieht, meine lieben Freunde. Man könnte es auch noch gar. Ey, da bin ich froh, dass ich nicht da bin. Das interpretieren. Es ist sogar unterlassene Hilfeleistung, wenn man das nicht tut, wenn man sie dort liegen lässt. Aber all diese Gedanken spielen in der deutschen Presse und in den deutschen Qualitätsmedien natürlich keine Rolle. Man hätschelt diese sogenannten Klimaaktivisten, die nichts anderes sind als geistig völlig verirrte Typen. Der sagt es einfach ganz klar, so wie es ist, Bro. Ja, auch nicht mehr zu helfen ist. Und man traut sich nicht so richtig, sie zu kritisieren. Das merkt man auch, wenn Prominente angesprochen werden. Ja. So eine kernigen Typen bräuchte man auch mal wieder in der Politik in Deutschland, meine lieben Freunde. Ich schwöre dir. Ganz ehrlich jetzt. Männer mit Balls, die sich hinstellen und sagen, so ist jetzt, fertig. Biden, halt's Maul. Nord Stream läuft weiter. So. Bisschen mit Eier mal wieder rein in den Laden. Halten Sie denn von den Klimaklebern? Da sind Sie ganz zurückhaltend, weil Sie schon wieder gleich glauben, in irgendein politisches Fettnäpfchen zu treten. So ist das nun mal in dieser Republik. Aber es ist nicht nur unterlassene Hilfeleistung, möglicherweise könnte man ja auch mal drüber nachdenken, liebe Freunde von Korrektiv, die übrigens diese Aussage von Höcker auseinandergenommen haben und gesagt haben, nee, das stimmt so nicht, man darf sich da nicht zur Wehr setzen, die Gerichte sind da nicht auf der Seite der Opfer, also der Verkehrsteilnehmer, sondern es geht auch sogar noch weiter. Es ist nicht nur, wie gesagt, unterlassene Hilfeleistung, sondern die erste Hilfe könnte ja zum Beispiel auch dann notwendig sein, wenn, nehmen wir mal ein Beispiel, jemand legt sich auf die Schiene und es kommt ein Zug und du stehst dort und lässt den Typen dort liegen. Was würden denn dann die Qualitätsmedien oder die Richter dann sagen? Dann wäre es sicherlich... Guck mal, siehst du, da hinten ist ein Zuschauer, habt ihr gesehen? Guck mal, der kleine Junge da oben. Das ist eine Hilfeleistung. Ich meine, jeder normale Mensch, wenn er sowas sehen würde, würde den Typen oder die Frau natürlich von den Gleisen holen, wenn das geht. Aber auf der Straße gelten offenbar andere Gesetze. Und wenn man da nicht rigoros gegen vorgeht, dann werden diese Wahnsinnigen immer mehr und terrorisieren große Teile der Bevölkerung, die noch arbeiten müssen, die Termine einhalten müssen, die ihre Kinder von der Kita abholen müssen oder was auch immer.
diese Bedürfnisse und diese Belange, die werden in den Medien praktisch überhaupt nicht dargestellt, sondern irgendwie nur diese Klimakleber, die sich irgendwie angeklebt haben. Also was ich meine, ist Folgendes. Wenn sich vor deinem Auto jemand auf die Straße legt, dann dürfte es wohl immer gerechtfertigt sein, ihn von dieser Straße wegzuzerren, schon allein, um Gefahren von ihm und von anderen abzuwehren. Ja, eine andere Sache ist es, wenn der sich schon festgeklebt hat, dann wird es natürlich schwierig. Aber es gibt ja auch Situationen. Digga, allein diese Aussagen, diese Sätze, jemand, der sich schon festgeklebt hat, Digga, das ist so ein Riesenwitz irgendwie. Wo man, also ich habe es ja selbst erlebt in Berlin, wo die Typen also sich auf die Kreuzung geklebt haben und dann den Verkehr blockiert haben und dann geht ein unendliches Prozedere los. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen, wenn ihr auf dem Land lebt und sowas noch nie erlebt habt. Also erstmal wird dann die Straße abgesperrt und so weiter. Na gut, da könnte man sagen, lasst sie doch dann da liegen, in Gottes Namen, da war es kalt, dann regnet es auch noch und so weiter. Irgendwie können sie ja dann selbst helfen, aber das passiert eben auch nicht. Dann kommen Rettungswagen, dann kommen Notstromaggregate mit Diesel übrigens, Notstromaggregate mit Diesel, wo man also Spezialfräsen anschließen kann, die natürlich elektrisch funktionieren. Und dann werden die dann irgendwie nach Stunden wieder von der Straße befreit. Die Straße ist. Da kannst du ja auch nicht ausdenken, was das zum Beispiel auch für eine Energie kostet, alleine so einen Klimakleber von der Straße runterzubringen. Weißt du, das macht alles vorne und hinten keinen Sinn. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall definitiv bessere Möglichkeiten, um dein Ding durch. Mach doch lieber was Gutes, wenn du was Gutes bewirken willst. Und mach nichts Schlechtes, damit du was Gutes bewirkst. So. Ich meine, ich bin ja auch ein Fan von Demonstrationen. Geh demonstrieren. So, wir können uns da von Frankreich auch hier und da mal eine Scheibe abschneiden. Wenn es aber um wichtige Entscheidungen geht, wie zum Beispiel die Rentengeschichte oder dass die ganze Welt Atomkraftwerke am Laufen hat, aber Deutschland sich kaputt macht, indem wir alles abschalten und ein riesen Energieproblem haben und kein normaler Mensch sich mehr die Energiepreise überhaupt leisten kann. So. Das sind Dinge für den, oder für auch Corona-Politik damals. Dafür geht man auf die Straße, dafür demonstriert man so. Aber jetzt fürs Klima sich irgendwo drauf zu kleben oder so, das ist halt einfach, Bro, ich weiß nicht. Also für mich persönlich macht es keinen Sinn. Auch ein bisschen zerstört, da sind dann so Kerben drin oder Löcher drin. Manchmal kann man da noch drüber. Die sollen Bäume pflanzen. Sollen die Bäume pflanzen? Sollen Plastik aufsammeln in anderen Ländern auch und so. Weißt du, wie ich meine? So, es ist doch ein globales Ding. Ich sage, wir müssten uns mehr um die Natur kümmern. Das Klima verändert sich sowieso mit der Zeit. Darauf können wir als Menschen auch gar nicht so viel Einfluss nehmen, meiner Meinung nach. Also ich glaube, es gibt Mächte von der Natur, die größer sind als wir als Menschen. So. Aber wir können uns um die Natur kümmern. Wir können uns darum kümmern, was landet alles im Meer? Wie verdreckt sind gewisse Teile der Welt? Indien, Mexiko, Dritte Welt, Afrika. Wie können wir da helfen? Wo können wir wirklich einen großen Impact darauf haben, dass es der Natur besser geht? So. Nicht in Deutschland, wenn wir uns da auf die Straße draufkleben. Da kannst du mal wirklich ein richtiges Projekt irgendwie an den Start bringen und weltweit versuchen, irgendwie was Positives zu verändern, wenn du wirklich was verändern möchtest. So. Und das geht auch, weißt du? Wegfahren, manchmal geht das eben nicht. Also, was wir hier erleben, ist der Terror von irgendwelchen Geisteskranken gegenüber der Mehrheit der Bevölkerung. Und durch die Politik und durch die Medien wird das Ganze noch gedeckt. Und wenn das so weitergeht, dann kann man sagen, gute Nacht Deutschland. Ich kann diesen Leuten nur empfehlen, doch mal hierher nach Dubai zu kommen und sich da an der Hauptstraße Sheikh Zayed Road festzukleben. Ja, der Bruder ist in Dubai, oder was? Sollen dann mal nach Hongkong gehen oder nach Südafrika, nach Johannesburg und sich da festkleben und dann feststellen, was da passiert. Aber das Hauptproblem ist natürlich, wenn man mit diesen Leuten so umgeht, dann bekommen die natürlich immer mehr Oberwasser. Und das ist ja auch genau das, was wir jetzt in Berlin sehen. Da wollen am Montag 800 von diesen Typen die gesamte Stadt blockieren. Und nicht nur das, sie wollen auch noch die Autobahn blockieren und was ich noch was. Sie wollen irgendwelche Gebäude beschmieren, wahrscheinlich wieder Denkmäler. Sie geben Anleitungen. Leon, teste das mal in Mexiko, Bruder. Dann bin ich morgen weg vom Fenster. Da gibt's nichts mehr mit Stream. Also ölähnliche Substanzen herstellt, um irgendwelche Denkmäler zu schänden. Also ich meine, was muss denn noch passieren, um zu sehen, dass das hier völliger Wahnsinn ist und einfach Unrecht ist? Mehr als Unrecht. Das ist Wahnsinn. Und da muss man mit aller Härte gegen vorgehen und nicht warten, bis die Polizei kommt.
Es ist genau, was der Berliner Polizeipräsident da fabriziert oder geäußert hat, keine Selbstjustiz. Allein schon der Begriff Selbstjustiz ist völlig fehl am Platze. Erstmal geht es darum, Gefahr von Leib und Leben. Okay. Der Geisteskranken betroffen. Der Bruder wiederholt sich an der Stelle. Ich mache mal ein bisschen schneller hier. Kommen wir mal kurz hier durch. Also das Wichtigste, was er sagen wollte, hat er, glaube ich, schon gesagt, Freunde, oder? Also den Kleberklebern abzuwenden, denn wenn die sich auf die Straße legen, dann könnte ja ein Auto hält an, das andere fährt auf den drauf, könnte ja irgendwie überfahren werden und so weiter. Also eine Selbstverständlichkeit. Es könnte aber auch unterlassene Hilfe leisten. Solche Leute brauchen sich nicht wundern, wenn sie überfahren werden. Ich meine, dazu wollen wir natürlich auch nicht aufrufen hier, wenn ich das so sagen darf. Aber einer schreibt, sie wollen Aufmerksamkeit. Ja, ich glaube, da sind einfach viele auch dabei, die einfach Identität suchen so. Und das dann finden in so einer Organisation, wo die dann alle zusammen für was Gutes angeblich kämpfen. Und dann kleben die sich da halt auf die Straße, haben Adrenalin, haben Zusammengehörigkeitsgefühl, denken, sie setzen sich für was Gutes ein und machen was Gutes gerade für die Welt. Und das erfüllt die, glaube ich, weißt du? Ich glaube, da geht es gar nicht so krass um das Klima an sich, um ehrlich zu sein. Wenn jemand aus irgendwelchen geisteskranken Zuständen dieses so tut, muss man ihn trotzdem zurechtweisen und von der Straße holen. Ich meine, das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Das hat doch gar nichts mit erster Hilfe zu tun. Und darüber hinaus ist es natürlich Nötigung hoch 10, weil es geht gar nicht um die Leute, nicht nur, natürlich auch um die Leute, die... Sansuba, ich küsse dein Herz. Gang. Dort auf der Straße stehen und stundenlang zum Teil warten, eingesperrt in ihren Autos und nicht wissen, was los ist, nicht wissen, wo es lang geht, Termine verpassen, wichtige Termine, nicht arbeiten können. Es geht eben auch um Rettungskräfte, um Krankenwagen, um Feuerwehr, denn wenn man das tut, ist ja wohl logisch, dass die dann auch irgendwie blockiert sind. Das stimmt, Digga, das habe ich ja vorhin auch gesagt. Fühle ich genauso. Die vorne in erster Reihe möglicherweise nicht sieht, aber diese unselige Diskussion. Klimakleber, allein der Begriff, Bruder, ist crazy. Der Name Klimakleber, Bruder. Die wir in der Qualitätspresse. Da merkst du, wie kaputt wir geworden sind. Oder Märchenpresse, ich möchte jetzt keinen anderen Begriff benutzen, gerade auch im Spiegel jetzt mit der Radfahrerin in Berlin gesehen hat, ja, dass der Rettungswagen ja nicht ursächlich für das Schicksal dieser Radfahrerin war. Also der Rettungswagen war blockiert, bestimmte Spezialkräne und so weiter, die das Ding dabei hatte, konnte nicht weiter zur Unfallstelle, LKW und so weiter. Und da wurde hinterher darüber diskutiert, ob das verzögerte Eintreffen dieser Spezialkräfte eben zu dem Schicksal der Radfahrerin geführt. Ah, das ist die gestorben ist, ne? Die das leider nicht überlebt hat. Und da wurde diese ganze Klimabewegung in den Medien quasi reingewaschen, weil hinterher irgendein Gutachten festgestellt hätte, dass das jetzt nicht ursächlich für das Schicksal dieser Frau war. Was ist denn das für eine absurde Diskussion? Selbst wenn es das diesmal nicht war, dann ist es das vielleicht beim nächsten Mal. Oder es brennt irgendein Haus komplett ab, weil die Feuerwehr nicht rechtzeitig eintreten kann. Ist so. Und. Mal ganz abgesehen von den vielen Leuten, die ihre Termine verpassen, die nicht arbeiten können, die Arbeitsausfälle haben oder sonstige Nachteile erleiden. Also ich meine, hier wird das Recht total auf den... Damit ist niemandem geholfen und ihr verändert gar nichts. Gestimmt. Die machen doch eh schon alles, um uns abzuschaffen da, die Linken, die Grünen und die ja an der Macht sind gerade. Die machen das doch eh schon alles gerade. Eure Klimageschichten, die ihr unbedingt umgesetzt haben wollt, so passiert doch eh schon alles gerade in Deutschland so. Wozu müsst ihr euch noch auf die Straße kleben? Verstehe ich nicht. Und das ist nicht der einzige Punkt in Deutschland, wo man sich fragen muss, also ob sie jetzt komplett den Verstand verloren haben. Wir kennen ja auch noch die anderen Geschichten und Bereiche. Die haben doch da schon eine riesen Agenda hinten dran gepackt. So, sagen doch jetzt auch, die nächsten Lockdowns werden Klima-Lockdowns werden. So, unsere, wie oft wir Autos verwenden, soll eingeschränkt werden. Wir sollen wollen ja auch Verbrennermotoren zum Beispiel auch abschaffen in den nächsten, weiß ich nicht, wie viele Jahren. Aber das ist doch schon alles im Gange. So, wozu jetzt auf die Straße kleben? Energie ganz zu. Verstehe ich nicht. Jetzt wollen sie auch noch Holz- und Pelletöfen verbieten und so weiter. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Jedenfalls, wenn wir hier nicht konsequent eingreifen und auch die nötige Zivilcourage, die wir nun mal brauchen, um hier weitere Eskalationen zu verhindern, dann legen diese Wahnsinnigen irgendwann die gesamte Republik lahm. Was denken die Mexikaner über die deutsche Klimapolitik? Bruder, keine Ahnung. Ich glaube, die denken darüber gar nicht nach. Die wissen teilweise nicht mal, was Deutschland wirklich ist. So. Nein, aber weißt du, die interessieren sich doch nicht dafür. Und dann können wir sehen, wo wir bleiben. Aber auch diese Option kann... Ich weiß auf jeden Fall, dass die Amis das ganz kritisch betrachten, aber ich meine, in Amerika wird ja auch eine ähnliche Agenda durchgezogen. Ich habe mir letztens ein Interview reingezogen von Donald Trump, Digga, bei Full Send Podcast und interessantes Gespräch auf jeden Fall und da scheint drüben Biden zieht er ähnliche Dinge durch, so ne? Gar nicht mehr ausschließen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt am Montag passiert in Berlin und auch in anderen Städten. Die Presseabteilungen der Qualitätspresse wirbeln ja schon alles auf und weisen schon darauf hin, was passiert. Ich meine, hier hilft eigentlich nur noch, dass wir uns selbst helfen. Und zwar im rechtlichen Rahmen. Im rechtlichen Rahmen. Und wenn ich die Begriffe Erste Hilfe und unterlassene Hilfeleistung benutze, so ist das auch juristisch zu würdigen, liebe Leute. Gerade hier von der Qualitätspresse und vor allen Dingen vom Korrektiv. Es geht ja gar nicht nur um Nötigung. Wenn sich jemand auf die Straße legt, dann ist es das Gebot der Stunde oder der Sekunde, den dort wegzutragen, um größere Unfälle oder Verletzungen
Verletzungen, mögliche Verletzungen zu vermeiden. Und dabei geht es gar nicht nur darum, dass das Auto vor ihm wahrscheinlich noch rechtzeitig anhalten könnte. Es kann ja auch sein, dass im Stau hinten irgendjemand auf ein Auto drauf fährt mit kleinen Kindern drin und so weiter. Das bleibt mir das gar nicht alles auszumalen, dass ein großer LKW auf einen kleinen fährt und den dann hinterher zerquetscht. Und so. Also wir müssen jetzt hier nicht diese ganzen alternativen Varianten, die dieses Tun erzeugt, diskutieren. Wir müssen hier nur lediglich den normalen Menschenverstand walten lassen und der lautet, wehret den Anfängen. Aber wahrscheinlich ist es schon zu spät. Folgt mir auf Telegram, dort immer Folgt ihm auf Telegram, meine Jutzen und Jutzinnen. Er hat am Ende eigentlich nochmal das Gleiche wiederholt, was er am Anfang gesagt hat. Ich meine, die Message finde ich eine gute. Also ich denke auch, dass diese Klimakleber nicht wirklich zu einer Harmonie in Deutschland beitragen und vor allen Dingen nichts bewegen. Am Ende des Tages so. Ich glaube nicht, dass das einen Sinn macht und dass es einen Sinn hat. Deswegen, helft den Jungs ruhig von der Straße. Jungsinnen, Digga. Bro, also ich weiß nicht, was mit mir, also ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich jetzt irgendwo hin müsste und da würden ein paar Klimakleber sich auf die Straße kleben vor mir und man kommt da nicht mehr durch. Also ich würde erstmal versuchen, menschlichen Kontakt zu diesen Wesen, zu diesen Jungs innen aufzubauen und mal reinzugucken, so reinzuhören, so, weißt du? Mal gucken, so menschlich, was steckt da dahinter, was ist deine wirkliche Überzeugung? Und dann mal schauen. So. Vielleicht würde ich denen auch von der Straße helfen. Ich weiß es nicht. Ich bin froh, dass ich mich damit nicht mehr beschäftigen muss. Also wenn die jetzt wirklich deutschlandweit angreifen wollen und auch in den ganzen Städten und so, heftige Sache auf jeden Fall. Heftige Sache. Wie fühlt ihr die Klimakleber? Schreibt mal rein hier jetzt, Digga. Was ist los? 1 in den Chat für Pro-Klimakleber, 2 in den Chat für nicht... Kontra-Klimakleber.